So, ich bin mal ein bisschen weiter gegangen hier. Ihr seht hier übrigens hinter mir, hier, das ist das Carlyle Hotel, das ist ziemlich bekannt. Hier vorne liegt dann die Versace Mansion, also da, wo Gianni Versace erschossen wurde, wo er gelebt hat, jetzt auch im Hotel. Und hier hinter mir, das ist also dieser Ocean Drive in Miami. Sieht es tagsüber nicht so spektakulär aus, aber nachts ist das ja wirklich mega, also es ist echt der Hammer. So, Marshmallow-Test, ne? Was ist das? Also der Marshmallow-Test, der wurde hier in den USA gemacht oder in einer Universität. Und zwar hat man ganz einfach Kinder getestet. Man hat einfach Kinder genommen, hat sie in einen Raum gesetzt und hat gesagt, hey, passt auf, hier ist ein Marshmallow. Und wenn du den jetzt die nächste halbe Stunde nicht isst, dann bekommst du viel, viel mehr Marshmallows. Bedingung ist aber, du darfst jetzt in der nächsten halben Stunde den Marshmallow nicht essen. So, und jetzt wird der ein oder andere sagen, ah, das kenne ich doch irgendwo her. Genau, das gab es nämlich mal als Werbung für Kinderüberraschung, ne, für diese Überraschungseier. Da gab es das schon mal in Deutschland. Und dieser Test ist aber insofern ganz, ganz spannend. Und zwar, weil ihr wisst ja alle, was passiert, ne? Die Kinder, die essen natürlich dann alle diesen Marshmallow, jedenfalls einen Großteil. Und verzichtet damit dann auf die viel, viel mehr. Das heißt, die kurzfristige Befriedigung ist viel, viel wichtiger als die langfristige mehr und größere Belohnung. Und das ist jetzt insofern für uns als Aktionäre, als Investoren ganz, ganz spannend, weil wir sind natürlich nicht viel besser als die Kinder, wir sind genauso. Das heißt also, dass wir auch oftmals dazu neigen, einem kurzfristigen Anlageerfolg mehr Gewicht beizumessen als dem, was langfristig erreichbar wäre. Und wo wir das zum Beispiel beobachten können, das ist, wenn wir beispielsweise Gewinne mitnehmen. Ne? Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, okay, wir haben eine Aktie gekauft und jetzt ist diese Aktie 10, 15, 20% vielleicht gestiegen und jetzt verkaufen wir diese Aktie. Und warum? Weil Gewinne mitzunehmen und damit ja einen Gewinn in den Büchern zu haben, ne? Also jetzt, ich habe wirklich hier Geld verdient, das ist natürlich etwas, was uns innerlich wahnsinnig befriedigt und deswegen machen wir das. Aber wer das natürlich permanent tut, der wird natürlich niemals einen 100% am Depot haben, niemals einen 10-Bagger, also eine Aktie, die sich verzehnfacht und geschweige denn einen 100-Bagger, also eine Aktie, die sich mal so entwickelt wie eine Apple, wie eine Amazon und so weiter und so fort. Ne? Und wenn man sich mal die Liste der wirklich Reichen anschaut dieser Welt und geht mal ein bisschen tiefer rein, dann wird man feststellen, dass all diese Menschen, es sind ja sehr häufig jetzt Menschen, die irgendwie ein Geschäft gegründet haben, ne, die irgendwie, was weiß ich jetzt, zum Beispiel Jeff Bezos, der jetzt irgendwie Amazon gegründet hat, oder Mark Zuckerberg von Facebook, oder, aber auch zum Beispiel Warren Buffett. Die haben eines gemacht, und zwar, die haben oftmals gar nicht so herausragende Entscheidungen getroffen in dem, was sie da getan haben, aber sie sind oftmals sehr, sehr lang dabei geblieben. Also zum Beispiel von Amazon, von Jeff Bezos, ist es ziemlich gut belegt, dass er viele Angebote hatte, als die Firma noch klein war, sie zu verkaufen. Und zwar schon für unendlich viel Geld. 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, irgendwann mal vielleicht 1 Milliarde oder so, aber er hat es nicht gemacht. Und jetzt ist er halt der reichste Mann der Welt. Mark Zuckerberg von Facebook, bei dem war es genauso. Ich glaube, entweder Yahoo oder Google haben auch mal 1 Milliarde Dollar für Facebook geboten und er hat dem widerstanden, er hat es nicht getan. Und dadurch hat er eben jetzt so wahnsinnig viel Geld. Ne? So, jetzt wird der ein oder andere kommen und sagen, ja, aber das sind ja immer nur die guten Beispiele. Es gibt auch viele andere, die hätten lieber mal solche Angebote annehmen können. Und dann wären sie heute viel besser, als wenn sie diese Angebote ausgeschlagen hätten. Und da habt ihr natürlich vollkommen recht. Aber eins muss man ganz klar sagen, wenn du Aktionär bist und wenn du dir Aktien kaufst und wenn du dir heute sagst, ich kaufe mir heute eine Aktie und du zielst immer nur darauf ab, dass du 10, 20, 30% Gewinn mit dieser Aktie machst, dann verkaufst du sie wieder, dann ist das
Die Amerikaner sagen dazu Overconfidence, also Selbstüberschätzung. Warum? Weil du ja glaubst, erstens, du hättest das Potenzial dieser Aktie ausgeschöpft. Und zweitens, du glaubst, dass du mit dem Ertrag, den du erzielt hast, etwas Besseres finden kannst. Und deswegen ist es für Investoren, deswegen ist es für Aktionäre oftmals viel, viel besser, langfristig in Aktien investiert zu bleiben. Langfristig in Aktien investiert zu bleiben, das heißt viele Jahre investiert zu bleiben, vielleicht sogar Jahrzehnte, weil dann entstehen wirklich die ganz, ganz großen Dinge. Und wer sich zum Beispiel mal ein bisschen eingehender mit Warren Buffett beschäftigt, man denkt ja immer, Warren Buffett, der hat so geniale Entscheidungen getroffen. Und ja, das hat er teilweise auch. Der hat aber auch teilweise keine guten Entscheidungen getroffen. Ja? Also er hat auch teilweise Aktien gekauft, die nicht so toll waren. Was ihn letztendlich aber reich gemacht hat, war, dass er einige wenige gute Entscheidungen hatte und bei denen ist er lange dabei geblieben. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick dazu. Wie schafft man es denn, lange in einer Aktie dabei zu bleiben? Weil stellt euch mal vor, ihr habt jetzt eine Aktie und jetzt muss ich mal ganz kurz hier den Arm wechseln, ich habe nämlich nichts mit und muss das hier mit meiner Hand halten. Ich bleibe doch bei dem. Und der hat jetzt Folgendes gemacht und zwar, oder das, was ihr machen könnt, wenn ihr jetzt eine Aktie habt und die läuft jetzt und ihr wisst, okay, die hätte vielleicht das Potenzial, mal 1000 oder auch 5000, 10.000 Prozent zu machen. Ihr glaubt das zumindest, weil ihr an diese Firma glaubt, ne? Dann wisst ihr ja natürlich, das wird nicht linear verlaufen. Das heißt, es wird auch mal wieder ein bisschen nach unten gehen und vielleicht auch mal 20, 30, 40 Prozent wieder runtergehen. Und das ist mental extrem schwierig für uns. Und deswegen gibt es einen kleinen Trick. Und zwar, wenn ihr eine Position habt, dann müsst ihr erstens groß in diese Position investieren. Das heißt, ihr müsst euch intensiv damit beschäftigen und nicht wahllos wild irgendwelche Aktien kaufen, sondern ihr müsst weniger Aktien halten, ein konzentriertes Portfolio, also das heißt groß investieren und dann müsst ihr eins machen, ihr müsst immer mal wieder Teile davon verkaufen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast, keine Ahnung, 100% in der Aktie erzielt, dann verkauf doch mal ein paar Stück. Ne? Das ist mathematisch nicht richtig, aber es ist mental wichtig und vor allen Dingen auch richtig, weil dann schaffst du es nämlich, dass du diese Aktien länger behältst. Das heißt, du holst dir immer mal eine kleine Belohnung, indem du sagst, ah, komm hier, ich verkaufe jetzt mal schon ein Stück, ich habe schon mal was reingenommen und das hilft dir dann, länger dabei zu bleiben. Also das ist ein ganz simpler, einfacher Trick, den du machen kannst, um eben langfristig in Aktien dabei zu bleiben. So, und also das ist so ein kleiner Tipp, den wir aus dem Marshmallow-Test ableiten können. Und den solltest du auf jeden Fall auch mal für dich ausprobieren. Also schau dir das mal in deinem Depot an und wenn du so fühlst, ah, ich will diesen Gewinn mitnehmen, dann frag dich mal, warum willst du diesen Gewinn mitnehmen? Wäre es nicht vielleicht besser, die Aktie langfristig zu halten? Und wenn du doch innerlich diesen Drang spürst, dann verkauf ein paar Stück, dann hast du schon mal was erzielt und kannst dich eben quasi innerlich so ein bisschen belohnen. Okay, so, ich schaue mir jetzt hier noch ein bisschen den Ocean Drive an, gehe hier noch mit meiner Familie ein wenig spazieren. Wir genießen hier das schöne Wetter. Es sind 30 Grad hier in Florida. Heute ist ein bisschen bewölkt, aber mega geil einfach hier. Und wenn du jetzt sagst, hey, das ist ein guter Tipp gewesen gerade, gibt es denn noch mehr solche Tipps? Und wie kann man denn das noch intensiver machen? Weil alles das, was du hier erfährst, das sind 5% von dem, was du erfahren könntest. Ne? Dann trag dich mal hier unten ein in diesen Link. jensraube.de/termin und trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann zeigen wir dir mal in einem Gespräch, was es überhaupt für Möglichkeiten alle für dich gibt. Und du wirst erstaunt sein, dass das, was du bislang über das Thema Investieren weißt, na, das ist so, so viel. Und da gibt es viel, viel mehr und du kannst viel, viel mehr Dinge erreichen. Das aber dann alles im Gespräch, also trag dich da unten ein, jensraube.de/termin. Euch noch eine gute Zeit. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.